Stellt euch vor, ein Vertreter kommt an die Tür und will euch was verkaufen und als erstes, was er sagt, also ich persönlich würde das nicht kaufen. Ja? Ich persönlich würde nicht kaufen. Ne? Die Abschlussquote wird eher dünn sein. So. Also müssen wir auch alle miteinander, und das ist, glaube ich, wichtig an so einem Tag auch, Botschafter sein eines Willens und einer Bereitschaft. Das können andere schon. Und andere zeigen das im Moment, mehr als je zuvor. Und da müssen wir eine Antwort finden. Und unsere Antwort muss sein, Geschlossenheit, Stabilität, aber auch Offenheit, die neuen Herausforderungen anzugehen. Und jedenfalls, was mein Beitrag, was unser Beitrag ist als CSU, zu dieser historischen Herausforderung in schwieriger Zeit zu leisten, wollen wir gehen mit euch gemeinsam. Wir sind die Stärksten und unser Ziel muss sein, es auch in Zukunft zu bleiben. Herzlichen Dank, alles Gute, viel Erfolg für unsere Gemeinschaft, liebe Familie. Dankeschön. Die Funktionäre der AfD, die immer stärker werden, die haben ein anderes Weltbild. Die wollen doch nicht zurück in die 70er. Liebe Freunde, die wollen zurück in die 30er. Und deswegen ist die AfD ist nicht irgendwie eine konservativere Union, sondern sie ist die eigentliche neue, wahre NPD. Und mit solchen Leuten macht man nichts, sondern man bekämpft sie, und zwar engagiert und streitbar, liebe Freunde. Hier immer das eine fordern, dort was anders tun. Ich sage euch eines, natürlich haben die Grünen Moral. Ich glaube, die haben zum Teil auch mehr Moral als wir. Die haben nämlich eine Doppelmoral. Und das sollten wir den Menschen in unserem Land endlich sagen, liebe Freunde. Wir haben das verdient zu hören.